Christoph Schenk, Sie sind Anlagechef der Zürcher Kantonalbank. Der Schweizer Franken hat sich in diesem Sommer 2017 deutlich abgewertet gegenüber Euro. Jetzt wird schon da und dort spekuliert, dass die Schweizerische Nationalbank eventuell vor der Europäischen Zentralbank Zinsen könnte erheben im nächsten Jahr, dass sie ein bisschen mutiger wird. Gehen Sie auch von diesem Szenario aus? Nein, wir gehen nicht davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank vor der EZB erhöht. Sie wird schauen, was passiert auf der Zinsfront in Europa und reagieren. Es wäre auch taktisch unklug, nach unserer Meinung, vor der EZB zu reagieren, weil die Negativzinsen sind ja eine Sondermaßnahme. Die kann man nicht so leicht wieder einführen, wenn man es Aufgabe hat. Und darum wird der Herr Jordan zuwarten und das taktisch klug abhalten. Wann wird denn die Europäische Zentralbank das erste Mal an der Zinsschraube wieder nach oben drehen? Sie wird zuerst schauen, dass die Erwartungen hochgehen, aber wir gehen nicht davon aus, dass im ersten Quartal 2019 vor dem Termin etwas wird passieren. Also 1Q19 ist der früheste Termin, wo man sieht, wo die EZB wird Zinsen erhöhen. Ich habe es gesagt, der Franken hat sich im Mitte 2017 deutlich abgeschwächt, innerhalb von 2 Wochen gegenüber dem Euro. Schlagartig ist das gekommen. Jetzt haben wir Prognosen zum Teil für 2018, wo der Franken gegen Euro zum Teil bis 1,27 sehen. Wir haben jetzt momentan 1,17. Wie sehen Sie die Entwicklung von Franken im 2017? Also wir gehen eigentlich so von einem Seitwärtstrend aus mit Bandbreite, 1,16, 1,17, 1,18, das läuft so. Es gibt keinen Grund, dass die SNB muss jetzt reagieren muss. Sie will auch verhindern, dass es grosse Schwankungen gibt. Und aus dem Grund sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Wir haben genug taktische Reserven. Und eigentlich passt es gar nicht schlecht momentan, wenn man auch die ökonomische Situation anschaut. Gibt es denn so sogenannte schwarze Schwäne, also so unerwartete Ereignisse, die im nächsten Jahr eintreten könnten, die die ganze Zinsprognose und Währungsprognose über den Haufen werfen könnten? Der einzige schwarze Schwan, den wir sehen, ist, dass in den USA die Inflationszahlen schneller werden anziehen als erwartet, dass man das jetzt eigentlich ein bisschen unterschätzt. Aber dort gehen wir auch davon aus, dass die Fed es richtig sieht und auf dem richtigen Zinspfad ist, mit einer Erhöhung jetzt noch im Dezember und 3 im nächsten Jahr. Also es sollte nicht viel passieren, aber es kann sein, dass natürlich der Markt auf dem falschen Fuß verwünscht würde. Die Wahlen in Italien, die im 2018 anstehen, die Europa wieder durchschütteln könnte, da sehen Sie keine Gefahr? Nein, und zwar aus dem Grund, weil die Wirtschaft wächst in Europa, ist auch die Anti-EU-Stimmung hat abgenommen aus diesem Bereich raus. Und Cinque Stelle hat ja auch intern immer mehr Probleme. Ich glaube, von dieser Seite her sollten wir uns keine Sorgen machen müssen. Und die EZB ist ja bereit, wieder zu reagieren auf die Geldseite. Also da machen wir jetzt keine Sorgen aus heutiger Sicht. Der Franken hat sich abgeschwächt. Das ist gut für Aktien, die starken Exportanteil haben, beziehungsweise Unternehmen, Schweizer Unternehmen. Jetzt, das wirkt sich auch immer auf die Aktienkurs aus, aber so richtig zur Geltung kommen ja die positiven vielleicht Resultate erst im nächsten Jahr von diesem abgeschwächten Schweizer Franken. Glauben Sie, ist das schon eingepreist in den Aktien, der positive Effekt? Es ist ein Teil drin, aber noch nicht voll. Ich glaube, die Zahlen werden besser werden, als wir jetzt viele meinen. Wir haben ja schon die erste Branche gesehen, wo wirklich gesagt hat, wow, das ist also besser, als ich gemeint habe. Der Effekt wird weitergehen. Also wir haben durchaus noch Potenzial in den Schweizer Aktienmärkten nach oben, auch wenn die ersten Erwartungen drin sind. Es ist noch nicht voll in den Preis. Herr Schenk, merci für das Gespräch.